Hallöchen und schnurzlich willkommen zurück hier bei Dead Space. Voraussichtlich das große Finale. Wir haben den Marker zurückgebracht und dieses Miststück von, ich weiß ihren Vornamen gar nicht mehr, auf jeden Fall nennt sie sich Miss Daniels, diese blöde Kuh, die wohl von Anfang an mit dabei gewesen ist. Sie ist diejenige, die Meuterei begeht, so gesehen. Was? Inventar voll? Ernsthaft? Sie ist diejenige, die Meuterei begeht, mehr oder weniger. Alter, was? Was haben wir hier? Alter, was haben wir Zeug einstecken? Wie krass. Sie ist diejenige, die Meuterei begeht und die Schuld. Ja, gut, Schuld ist sie jetzt nicht unbedingt, aber sie ist eben. Immer noch nicht. Sie ist eben der Hauptgrund. Ja, warum hier alles irgendwie aus dem Ruder läuft. Weil sie einfach sich querstellt gerade. Und das ist doch extrem scheiße, würde ich mal sagen. Gut. Wir sind jetzt hier. Ach Gott, jetzt werden. Ach stimmt, jetzt werden wir hier nochmal komplett zugeschissen mit Zeug, was wir nicht mehr mitnehmen können. Oh Gott, warum? Noch ein Stasepack, Alter. Soll ich veräppeln? Oh, noch mehr Muni. Oh, komm schon. Und noch mehr Muni. Ja, toll, das können wir mitnehmen, weißt du? Haben wir vielleicht. Hier, glaube ich, kommt ja eh nichts mehr. Haben wir vielleicht die Möglichkeit, da nochmal zurückzugehen? Ja, wir haben die Möglichkeit. Geil, da können wir alles das ganze Zeug verkaufen. Wir können von der ganzen Kohle uns dann nochmal jede Menge Knoten kaufen, weil jetzt kommt das große Finale. Und, Alter, wir haben hier jede Menge. Komm. Nein, gut, den Luftkanister brauchen wir jetzt nicht mehr. Genauso wie wir die Stasepacks vermutlich nicht mehr brauchen. Einen behalte ich aber zur Sicherheit mal. Plasmaenergie haben wir genug. Strahlmunition haben wir genug. Impuls kann ich eigentlich noch ein bisschen einkaufen. Und in dem Raum drüben liegt ja auch noch Zeug. Was habe ich denn jetzt noch an Platz? Ah ja, 5 Plätze, das reicht. Den Rest holen wir auch noch. Den Rest holen wir jetzt auch noch, was da noch drinnen liegt. Na, nimm alles mit. Jede Menge Leben und Muni. So, das wär's. So, jetzt gehen wir erstmal speichern. Und ich mache das jetzt einfach so, dass ich einmal einen neuen Speicher nehme und jetzt meine Kohle mal raushaue, weil ich glaube, Muni und Leben dürften mir eigentlich genug haben für den Endfight. Und verprasse jetzt einfach mal die gesamte Kohle, die ich habe, in die Knoten, in die restlichen. Und die verprassen wir dann auch mal in unsere Waffen, damit wir einfach schön gepusht sind. Und wir sehen schon, wir können 12 Knoten kaufen, Alter. Her damit! So, und wir speichern danach aber nicht, weil dann kann ich nämlich sagen, okay, wir brauchen ein bisschen mehr Muni und können da erstmal Muni kaufen, weißt du? Deswegen, da speichere ich jetzt mal nicht. So, Impuls. Da haben wir das Nachladen noch. Dann haben wir die Strahlenkanone. Auch wenn ich glaube, dass die Strahlenkanone doch eher sinnlos ein bisschen ist. Hier haben wir noch die Kapazität. Die können wir nochmal hochpushen. Dann haben wir hier das Tempo. Achso, ich muss... Entschuldigung. Dann haben wir hier das Tempo einmal. Und hier haben wir dann nochmal die Kappa. Ach, da haben wir noch Nachladen. Hier haben wir noch einmal Nachladen. So, schön alles aufgeschmissen. Hier ist, glaube ich, fertig. Chinese und Stase, glaube ich, werde ich nicht groß brauchen. Ich hoffe es jedenfalls. Hier ist fertig. Gut, dann kommen wir jetzt noch die Strahlenkanone machen. Die zwei. Und 1, 2, 3 und 4. So, fertig. Jetzt sind wir aufgerüstet. Ich könnte eigentlich speichern, aber auf einem anderen Speicher vielleicht. Ich nehme einfach nochmal einen anderen Speicher jetzt dafür, zur Sicherheit. Vielleicht reicht's ja. Ich habe keine Ahnung.
Ich für mein Ding habe keine Ahnung. Wir nehmen einfach nochmal einen neuen Speicher und dann ist gut. Und wir können dann einfach den anderen Speicher nehmen. Sollten wir... Wie viel haben wir jetzt eigentlich? 20? Geil. Sollten wir meine Befürchtung sich bewahrheiten und dann können wir einfach einen anderen Speicherstand laden. So, was haben wir denn hier noch wunderschönes? Straßenpark. Soll ich das nicht brauche, ey. Was haben wir hier? Und, oh, das ist gut. So, und jetzt auf ins Finale! Mal schauen, ob und wie lange ich daran knabber. Ja! Mach sie platt! Sie hat's verdient! Patsch! Tschüss! Sie hat sowas von verdient, die Frau. So, und jetzt so... Alter, jetzt kommt's, ey. Hilfe! Jetzt kommt der Big Boss. Alles klar. Was ich an dem Viech nicht verstehe, warum geht das nicht einfach her, hab's und weg? Warum macht das immer so viel Ärger? Na komm, hallo, ich will schon. So, einmal. Schon, zeig mir deine Tippen.
geschafft. Das war's. Das, meine Lieben, war der Endboss. Hallo, da ist zu, Junge. Es ist zu. Komm, setz dich in ein Flugzeug und verschwinde. Schnell. Juhu. Nix wie weg. Ach, da ist dieses Ding draufgestürzt. Das ist mir noch nie aufgefallen. Wir haben den Albtraum überlebt, Leute. Wir haben es geschafft. So, das, meine Lieben, ist Isaac. Der Arme, der tut mir echt leid, was der da mitmachen musste. Hat sich tapfer geschlagen, der Gute. Isaac. Ich bin's. Ich wünschte, ich könnte mit dir... Ist nicht gerade gut gelaufen für den Armen. So, scheinbar sind seine, seine Hallos noch nicht vorbei. Und natürlich, sonst wird es keinen zweiten und dritten Teil geben und noch viele, viele andere. Aber das war's, meine Freunde. Wir haben den ersten Teil von Dead Space durchgespielt. Oh Gott sei Dank. Und das sogar auf normal. Weil so ein bescheuerter Fehler uns die Schwierigkeit einfach mal vergeigt hat. Aber wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Und ich vor allem, ich habe es geschafft, ohne zu sterben. Also abgesehen von diesen Sequenzen, wo ich einmal, durch diesen Tentakel gestorben bin. Wir sind nicht durch Monster gestorben. Und das auf normal. Ich denke mal, das ist gar nicht mal so schlecht. Klar haben wir einiges einstecken müssen, aber... wir kamen eigentlich ganz gut davon und das auf normal. Also... dafür, dass ich das schon, ich weiß nicht, 7, 8 Jahre oder so, könnte hinkommen, so 7, 8 Jahre lang nicht mehr gespielt habe. Und da habe ich mich doch eigentlich ganz gut angestellt, oder nicht? Und das war mein allererstes Horror-Let's Play, aktuell noch ohne Webcam, also ohne Facecam. Aber ich habe geplant, bei den nächsten dann mal die Facecam vielleicht mit reinzunehmen. Dafür brauche ich dann aber erst... eine Facecam oder eine Webcam, die ich mir schon auf die Wunschliste gesetzt habe, aber das liebe Geld, ne, hab diesen Monat eine wunderschöne Stromnachzahlung gekriegt, wo ich da dann ja erstmal abwarten muss, ne, und dann muss ich ja auch noch essen, ich muss trinken, ich habe noch ein paar Spiele, die ich noch kaufen muss, weil ich sie gerne spielen bzw. Let's Playen würde, aber ich werde zusehen, dass wirklich die Webcam erstmal die allererste Anlaufstelle ist. Und, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich liebe Dead Space nach wie vor. Und wie man auch gemerkt hat, ich habe vieles auch nicht mehr gewusst. Und ich habe mich bei diversen Sachen erst echt zu Tode erschrocken. Also das war heute echt heftig mit dem Erschrecken und mit dem Adrenalin. Aber ich bin echt froh, wir sind super durchgekommen, obwohl das es eigentlich wiedererwartend auf Mittel, also normal stand, obwohl ich es zu Beginn halt auf einfach gestellt habe durch diesen Fehler, der schon relativ früh sich eingeschaltet hat, leider Gottes. Aber wir haben es trotzdem souverän gemeistert. Ich bin stolz auf mich, hier Schulterklopfen, dass ich es trotz normal echt durchgeschafft habe und vor allem den Endboss auch so gut gepackt habe. Weil ich erinnere mich, dass es auch... Momente gibt, wo während dem Endboss auch nochmal Nekros dazukommen. Ich erinnere mich, dass da mal ein Dinger dabei war, aber es kann sein, dass es vielleicht noch eine höhere Schwierigkeitsstufe war. Könnte ich mir vorstellen. Und ansonsten, also wie man hier gesehen hat, der Endboss ist eigentlich ein Witz. Der Endboss ist eigentlich ein Witz. Und das ist das sogenannte Hive-Mind oder das kollektive Bewusstsein. Einfach die Glotze abschießen, die Titten abschießen und dann ist gut.
Ja. So, dann werde ich mich jetzt mal daran machen, ein kleines Best-of dann zusammenzuschneiden. Und wenn dann die letzte Folge raus ist, dann kommt dann ein kleines Best-of Dead Space von mir dann raus, wo ich dann halt die schönsten und witzigsten Szenen dann halt dazu nehme, wenn ich welche finde. Und da könnt ihr euch dann auch schon drauf freuen. Und als nächstes, was jetzt nach Dead Space kommt, ich bin echt am Grübeln, ob ich mit dem Horror weitermachen soll. Also jetzt nicht unbedingt vielleicht direkt Dead Space 2 weitermachen soll, sondern vielleicht ein anderes Horrorspiel. Oder ob ich, wie ich es geplant habe, mit Devil May Cry weitermachen soll, dass das abwechselt. Weißt du, jetzt ist Dead Space fertig, jetzt kommt der erste Teil von Devil May Cry, auch natürlich zur selben Zeit, im selben Abstand. Und wenn Devil May Cry dann fertig ist, dann kommt Dead Space 2 und so weiter und so fort. Ich weiß noch nicht, vielleicht lasse ich auch einfach dieses Horror-Genre jetzt bei mir und ich habe hier noch diverse Horrorspiele, die ich spielen müsste, würde, könnte, sollte. Aber ich glaube, ich bin jetzt froh, Dead Space erstmal fertig zu haben, vor allem mit dieser scheiß Steuerung, mit dieser schwammigen Steuerung. Das wird ab dem zweiten Teil viel, viel besser, Gott sei Dank. Und, aber ich bin stolz, ich habe das nach 8 Jahren ohne einen, ja, Gegner-Tod, sag ich mal, überstanden. Und oh, ich feiere hier gerade voll, weil ich das endlich hinter mir gebracht habe. Juhu! Oder hinter mich gebracht habe. Ich feiere das gerade. Ich feiere diesen Abspann. Ich feiere das ganze Spiel. Ich finde, das ist noch mit Abstand echt das gruseligste Horror-Shooter-Spiel, das ich eigentlich kenne. Also ich kenne viele andere Spiele, die wo auch aufs Psychische abziehen, zum Beispiel Amnesia oder halt Dungeon Nightmares, glaube ich, heißt das. Ich weiß gar nicht mehr. Die sind halt sehr stark aufs Psychische abgestellt und von diesen Horror-Shootern ist eigentlich Dead Space das, was mich halt ja am meisten, immer noch am meisten gruselt, wo ich immer noch am meisten Spaß bei habe und wo ich einfach noch auch teilweise noch Let's Plays gerne davon gucke. Also vom ersten Teil, vom zweiten jetzt nicht. Ich habe ja, wie schon erwähnt, mal angefangen beim zweiten, kam aber nicht sonderlich weit. Dann hatte ich die Lust verloren. Den dritten kenne ich überhaupt nicht. Da habe ich nur mal einen Trailer oder irgendwas gesehen. Und ich weiß, dass der Schluss ein bisschen übertrieben sein soll, laut Spielern. Und mehr weiß ich vom dritten einfach überhaupt nicht. Und ja, dementsprechend freue ich mich ganz dolle, die nächsten 2 Teile dann zu spielen. Da werde ich mir wahrscheinlich dann noch mehr in die Hose kacken, weil ich die ja absolut nicht kenne. Und das wird lustig. Und wenn das klappt, werde ich das dann auch mit Facecam machen, wenn ich bis dahin meine Facecam natürlich habe. Und ich freue mich schon drauf. Militärischer Anzug freigeschaltet, Hintergrundlogs freigeschaltet, 50.000 Credits erhalten, 10 Energieknoten erhalten, Modus unmöglich freigeschaltet. Ja, geil! Auch wenn wir den ganzen Scheiß eigentlich gar nicht mehr brauchen, weil jetzt haben wir es ja eh durchgespielt. Das heißt, ich kann jetzt in dem normalen Modus, wo ich die ganze Zeit schon am Spielen bin, kann ich jetzt nochmal spielen und habe jetzt dann 50.000 Credits, habe die 10 Energieknoten, wo ich dann echt alles mit aufrüsten kann, aber ganz ehrlich, wir haben schon gut gemacht. Ja, gerne. Speichern. Ja, geil, wir haben es echt geschafft. Juhu, und das echt auf Anhieb. Ah, super, ich freue mich. Ich freue mich. So. Ja. Noch ein kleines letztes Wort vielleicht, das halt jetzt das folgende Spiel. Ich denke mal, ich werde dazu das Devil May Cry machen. Ich hoffe natürlich, dass ich den Controller angeschlossen kriege und dass das auch funktioniert, so wie ich das gerne hätte. Das hoffe ich ganz stark. Und das wird dann auch jeden zweiten Tag kommen, um 19 Uhr, glaube ich, war das. Und so ganz gewohnt halt. Und dann, wenn Devil May Cry fertig ist und das nächste Horrorspiel dann in die Startlöcher geht, dann hoffe ich, dass ich bis dahin meine Facecam habe und dann geht das mit Facecam weiter. Und da freue ich mich ganz besonders drauf, dann nicht nur zu hören, wie ich mich anstelle, sondern dann auch noch meine Reaktion zu sehen, ne? Wie ich mich da immer 3-4 Meter in die Höhe schraube, wenn irgendwas passiert. Gut, und damit möchte ich dieses Let's Play beenden und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall Spaß, auch wenn ich tierisch Angst teilweise hatte. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr mich dann weiter begleitet durch diverse andere Horrorspiele und hoffe, ihr habt da dann auch Spaß.
Und damit wünsche ich euch einen schönen Tag, eine schöne Woche und wir sehen uns dann in einem anderen Let's Play. Also macht's gut. Tschüss.